Ronald Moinsen zu einem Vorbericht, wieder mal einen schönen Talk hier zum Spiel am Samstag gegen die Arminia. Wir haben den Arminien-Tuber am Start, den Angelo, der sich direkt mal hier kurz vorstellen darf, was bei dir so auf YouTube geht. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ja, was geht auf meinem Kanal so? Ich mache eigentlich hauptsächlich so Gegnervorstellungen zu den nächsten Gegnern. Da werdet ihr auf meinem Kanal auch nochmal ein Video sehen mit uns beiden. Dann eigentlich immer, ja gut, Corona-bedingt sage ich jetzt mal, Live-Reactions zu den ganzen Spielen. Das mache ich dann immer zusammen mit meiner Freundin. Sonst war natürlich immer Stadion-Vlog am Start. Fällt ja leider weg. Wir hoffen mal, dass es bald wieder losgeht damit. Sonst habe ich ein relativ neues Programm, sage ich mal, das Alm-Update. Dort thematisiere ich eigentlich alles, was neu so bei Arminia ist. Transfergerüchte, irgendwas, was die Spieler machen, dies, das. Ja, das so zusammengefasst auf meinem Kanal, würde ich sagen, gebe ich wieder ab. Ja, also es ist quasi ähnliches Programm, ähnliche Abdeckung vom Verein, wie wir es hier mit dem VfB haben. Wir haben noch was, was uns beide quasi gleichermaßen betrifft. Wir sind beide aufgestiegen. Ihr deutliches Stückchen souveräner als wir, Ja, drücken wir es mal so aus. dafür seid Wir ihr hatten dieses ein... Jahr deutlich über uns. Ja, das ist ein krasser Vergleich von den Saisons in dieser Saison, aber Ja. letzte Saison war wirklich... Ich bleibe dabei, dass wir das Glück hatten, dass wir den HSV als Konkurrenten hatten, sonst wären wir nicht Ja. aufgestiegen. Bleibe ich dabei. Auf die kann man Aber sich wir haben immer es direkt verlassen. hochgeschafft. Bei uns ist das Thema Klassen halt auch schon durch. Bei euch ist das ein Ticken enger. Wie fällt denn so, schwierige Frage, allgemeine Frage, aber wie fällt denn so das Saisonfazit aus? Wie seid ihr rangegangen von der Hoffnung und was? Wie zufrieden kann man jetzt sein mit dem Platz 15 aktuell? Also aktuell kann man natürlich mehr als zufrieden sein mit Platz 15. Ich denke mal, die wenigsten hätten damit gerechnet, dass wir noch bis zum letzten Spieltag überhaupt so eine reelle Chance haben, die Klasse zu erhalten. Klar, Platz 15 ist überragend. Wenn wir das bis nach dem Spieltag noch schaffen, tipptopp, hätten wie gesagt die wenigsten mit gerechnet. Ja, die Ausgangslage könnte natürlich ein bisschen schöner sein. Ich meine, Werder Bremen spielt jetzt gegen nicht ganz so gute Gladbacher. Köln spielt gegen Schalke. Gut, Schalke hat jetzt am letzten Spieltag gewonnen. Wir hoffen einfach mal, dass sie auch dieses oder am nächsten Spieltag dann gewinnen, um nochmal so ein bisschen glücklich diese verkorkste Saison zu beenden. Ja, und auf Gladbach, die haben ja auch noch die Chance auf diese Confederations League. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen, egal. Ja gut, und für Stuttgart, für euch geht es natürlich auch noch um diese Confederations Liga. Ja, Ja. es wird auf jeden Fall schwer, sage ich mal so. Aber nichts Unmögliches. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass Arminia den Klassenerhalt in Stuttgart feiern würde. Das wurde mir tatsächlich vom Algorithmus vorgeschlagen vorhin von eurem Kanal. Irgendwie Ja, mir 2008 oder auch. so war das, meine ich, ne? Wurde mir Ja, irgendwo genau. vorgeschlagen, die 30 Nee, Sekunden. ich glaube 2007 war es. Oder 2007 haben wir es in Leverkusen geschafft. Irgendwie so um den Dreh 2007, Okay. 2008. Aber schon lange her, aber Ja, ihr habt es ja. gepackt bei uns mit dem Klassenerhalt. Das Genau. wäre auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil, keine Ahnung, wenn man miteinander aufsteigt, dann will man irgendwie auch miteinander drin bleiben. Es ist Wäre was schon anderes, wenn wir schön. jetzt mit dem KSC aufgestiegen wären, klar, weil die Sympathien anders wären. Ja. Aber so wäre es mir fast am liebsten, wenn du am Ende des Tages tatsächlich, ja, natürlich das Spiel gewinnst, weil es ist halt das Ziel in jedem Spiel. Aber wenn man das Spiel gewinnt, heißt ja nicht gleich, dass Bielefeld absteigt. Wenn der Rest eben seinen Ja. Job macht, dann bleibt ihr drin und wir gewinnen das Spiel trotzdem. Es gibt viele Szenarien. Wie gesagt, nach dem verrückten letzten Spieltag sind wir auf einmal doch wieder in Reichweite auf Platz 7. Also es hätte auch, glaube ich, auch niemand gedacht vor dem Spieltag, dass wir in Gladbach gewinnen. Wir hatten diese Phase von 4, 5 Spielen am Stück, die wir verloren haben oder zumindest nicht gepunktet haben. Aber Und dann war es eigentlich das Thema vorbei. davor habt ihr doch auch gegen Augsburg gewonnen, oder? 2-1? Genau. Ja, genau. Genau, ja. Das war auch wichtig. Ähnlich wichtig wie der Sieg gegen Bremen noch vor ein Ja. paar Spieltagen, das 1:0. Und danach kam eben diese Phase: Dortmund knapp verloren, Union knapp verloren, Leipzig verloren und Wolfsburg verloren. Und dann dachte ich, gut, der Platz 7 war zwar da, aber keine Chance, auf diesen Platz 7 zu kommen. War natürlich auch die große Verletzungspech, was wir jetzt immer noch haben. Also, wir spielen weiter mit einer B11 auch am nächsten Samstag. Auf einmal ist trotzdem wieder dieser Platz 7 in Reichweite. Wenn man jetzt mal guckt, wir haben 45. Union steht auf 47, das heißt, wenn wir gewinnen,
der Rest seinen Job macht, dann kommen wir auf Platz 7 mit unseren 48 Punkten, weil Union hat schweres Programm, da kommt Leipzig und eben Gladbach spielt in Bremen, für die geht es noch um was und eben gleichermaßen geht es für euch ja noch um was bei uns. Wie würdest du denn die anderen Spiele sehen? Es muss ja auch ein bisschen was für euch laufen, wenn jetzt der Samstag nicht optimal läuft. Das heißt Köln, Schalke und Bremen, Gladbach. Ja, also bei Bremen sage ich mal, hoffe ich mal, dass uns der Trainereffekt nicht so überrollt. Thomas Schaaf natürlich eine absolute Werder-Legende. Der kennt den Verein in- und auswendig. Ich glaube aber, viele Spieler von seiner Zeit sind jetzt nicht da geblieben. Darum hoffe ich einfach mal, dass das klappt, dass Werder Bremen jetzt nicht gewinnen wird. Ja, und wie eben schon gesagt, ich hoffe mal, dass Schalke sich ein bisschen glücklich aus dieser verkorksten Bundesliga-Saison verabschieden will und dann wenigstens noch einen Punkt holt gegen Köln. Ein Punkt, wenn Köln den holt, das ist jetzt für Arminia nicht ganz so tragisch. Das sind ja 2 Punkte Abstand auf Köln. Darum, wir müssen natürlich hoffen auf die anderen, ganz klar. Aber das Wichtige ist natürlich, dass wir die 3 Punkte bei euch holen, ist auch ganz klar. Ja. Das Momentum, würde ich auch sagen, ist fast auf eurer Seite. Ja, klar. Weil Bremen jetzt gefühlt 10 Spiele am Stück verloren. Ihr habt einen Punkt gegen Hoffenheim geholt. Bei euch wäre es, glaube ich, von den Clubs da unten auch, blöd gesagt, jetzt nicht das Tragischste der Welt, wenn man wieder absteigt im Vergleich zu Bremen oder sowas. Das wäre noch was, eine andere Geschichte. Oder auch bei Schalke, die ja schon durch sind. Oder Köln auch. Das Momentum ist so ein bisschen auf eurer Seite. Ja gut, ich weiß aber nicht, ob man am letzten Spieltag noch wirklich von Momentum reden kann. Ich meine, letzte Saison hätte auch keiner wirklich gedacht, dass Werder Bremen Köln noch mit 6:0 oder was war das da aus dem Stadion fecht. Also am letzten Spieltag ist nochmal alles drin. Man hat es auch gesehen vor 2-3 Jahren, wann das war, Fortuna Düsseldorf. Da hätte auch keiner gedacht, dass die am letzten Spieltag noch so unglücklich absteigen. Wie gesagt, es kann alles passieren und das Wichtigste ist einfach, dass wir die 3 Punkte holen, dass wir endlich mal die Effizienz im Sturm wiederfinden, wie in der Zweitligasaison. Weil was da bei uns im Sturm abgeht, die Saison, das ist ja manchmal echt nicht zu fassen. Also was da für Chancen ausgelassen werden, ganz bitter. Ja, ihr habt so ein bisschen das, wie nenne ich es am schönsten, ihr habt so ein bisschen das Tirode-Syndrom, was wir hatten. Ja, den krachenden Zweitligasturm mit Klos vorne drin, der eben wie bei uns damals Terodde nicht wirklich viele Tore gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viel Terodde bei uns gemacht hat. Bei euch müsste Klos bei 3 oder 4 stehen, etwa? Grob. Ja, ich meine sogar, nee, 4. 4 sind das. 4. Ah, vermutlich zusammen mit Doan vorne drin. Da fehlt natürlich der Topscorer, wo wir uns vor der Saison auch nicht klar waren, haben wir den. Weil, wie gesagt, die Saison, da ist halt solider hoch als wir. Bei uns war die große Frage, was machst du defensiv und hast du vorne jemanden, der trifft? Weil bei uns war auch die Chancenverwertung das große Ding, dass dann natürlich Kollegen wie ein Silas oder wie ein Kalajdzic auf einmal raussprießen, als hätten sie noch nie was anderes davor gemacht. Ja, ist halt schon das Wahnsinn. Glück der Saison. Da müssen wir sehr drauf achten, wie es nächste Saison läuft. Da habe ich die kleine 2. Saison nach dem Aufstieg Panik schon so ein bisschen, aber das ist ja noch in der Ferne. Ja, sollte man sich eine Scheibe bei Union abschneiden, dann passt das schon. Das stimmt, das stimmt. Ja. Sich da einfach weiter festigen. Weil das ist eine große Frage, wie gehst du die nächste Saison an? Wirst du tatsächlich 7. Haben ja auch viele Angst dann. Conference League, Dreifachbelastung, du steigst direkt wieder ab. Dieses Köln-Beispiel. Das wollte ich nämlich auch. Beispiel gibt, wo es nicht direkt heißen muss, aber natürlich schwierig. Ich weiß auch selber nicht, was ich will. Also ich glaube, ich gehe am Samstag ganz entspannt ran. Gewinn bitte dein Spiel, weil es einfach die Voraussetzung lässt. Das Heimspiel gegen Bielefeld, gewinn es bitte. Und dann muss die Konkurrenz für einen spielen. Dann kann man einfach nur beobachten. Das wäre so die Vorangehensweise am Wochenende. Ja. Nee, wollte ich auch eben noch gesagt haben, dass mit der Dreifachbelastung, ich meine, das kann Club in der nächsten Saison schon ganz schön das Genick brechen, wie du gerade schon gesagt hast. Beispiel Köln. Wenn man jetzt als frischer Aufsteiger in der Bundesliga kommt und dann ein Jahr später gleich eine Dreifachbelastung hat, na, kann gut gehen, ist aber Chance doch sehr hoch, dass es eben nicht gut geht. Darum denke ich, vielleicht wäre es für den VfB besser, wenn sie nächstes Jahr nicht diese Dreifachbelastung haben, dann können sie sich auf 2 Wettbewerbe konzentrieren und wenn es im Pokal nicht weitergeht, dann ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache erstmal in der Bundesliga natürlich festigen, das ist erstmal das Wichtigste. Das wäre natürlich schon eine Wahnsinn, wenn man direkt nochmal 7. werden würde. Wir hatten ja genau das gleiche Bild auch schon 2017.
als wir unter Korkut aufgestiegen sind, nicht unter Korkut, aufgestiegen sind, Ja, dann unter stimmt. Korkut auf Platz 7 sind in dieser Wahnsinnsrückrunde und dann bis halt danach sang- und klanglos abgestiegen. Also das so ein bisschen die Parallelen, nur dass halt damals Platz 7 nicht zu Europa gereicht hatte, wegen dem Pokalfinale. Diesmal würde es tatsächlich zu einer, ich glaube, wir müssen erst noch eine Quali-Runde spielen für die Conference League, aber es könnte zu ihr reichen. Habt da auch deutlich mehr Hoffnung in unsere Verantwortlichen als damals. Trotzdem muss man es jetzt auch noch nicht rauszwingen. Also, dass man irgendwie wieder europäisch spielen will, ist klar, rein von der Größe vom Verein. Aber wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, ist das halt auch weit entfernt von dem Anspruch. Also bleibt in der Liga, haltet euch ja bitte mal 1, 2 Jahre. Ich habe keine Lust auf Fahrstuhlverein. Und Ja. dann ist, glaube ich, jeder glücklich. Deswegen, wie in meiner Prognose vor der Saison jetzt, werde ich wahrscheinlich auch diese nächste Saison so prognostizieren, dass ich einfach sage, ja, werd einfach 15. und fertig ist. Mehr will ich erstmal nicht. Bleib drin. Muss eh gucken im Sommer, was da jetzt alles geht und was du alles halten kannst, wenn eben die Truppe so gut läuft. Kobel beispielsweise, gefühlt schon weg laut Gerüchten. Und ganz in solchen Geschichten muss man gucken. Wie wird es denn bei euch aussehen mit Klassenerhalt und Nicht-Klassenerhalt? Sind da viele Leute da, die man dann nicht halten könnte? Ich spreche vor allem auf Doan an, der ist ja geliehen. Könnte man den vielleicht halten, wenn ihr drin bleibt? Ja, also Thema Doan, da wird ja schon ziemlich viel, ja, geredet, getuschelt, dass sie wohl dabei sind, den Preis zu drücken auf 5 Millionen Euro. Ob sie es dann immer noch bezahlen können, ist halt die Frage. Wir hatten jetzt diesen Trainerwechsel, wo auch ziemlich viele gesagt haben, ja, unnötig, Uwe Neuhaus raus. Warum? Ich war auch ganz klarer Befürworter für Uwe Neuhaus. Aber was Kramer einfach aus unserer Mannschaft gemacht hat, muss man dann ehrlicherweise auch sagen, ist schon ein ganz anderes Bild von Arminia und auch ein besseres. No front an Uwe Neuhaus, ist immer noch ein sehr sympathischer Mensch, aber Aber es war ja auch ein krasser Wechsel, ne? ja, das Aus dem war, absoluten Nichts. Also die ja. meisten Fans dachten, oder meine Meinung war da zuerst, okay, Bielefeld ist nicht der typische Aufsteiger. Normalerweise klappt es bei solchen Clubs dann nur mit dem Trainer, mit dem sie aufgestiegen sind und mit keinem anderen. Aber dann kommt auf einmal der Kramer und holt eben, deswegen habe ich auch von Beginn an oder schon länger bis zur gedacht, Bielefeld könnte sich drin halten, weil ihr eben diese wichtigen Siege geholt habt. Ihr habt Spiele gewonnen wie in Leverkusen aus dem Nichts, was Schalke und Co. nicht getan haben. Direkte Duelle gewonnen, Berlin gewonnen, habt ihr auch uns 3-0 geschlagen. Ihr habt die direkten Duelle geholt, die ihr holen müsst. Deswegen seid ihr jetzt ja auch 15 und habt rein von den Punkten ja auch die beste Ausgangslage vom letzten Spieltag. Ja, klar, gerade die Spiele in der Rückrunde gegen die Mannschaften unten drin. Na, Schalke, Köln haben wir gewonnen, Hertha haben wir gewonnen, wie du gerade schon sagtest. Das waren natürlich extrem wichtige Siege und ja, das werden wahrscheinlich auch noch die 3 Punkte sein, wenn es am Ende reicht, die es ausmachen. Wir waren aber bei Doan. Also, wie gesagt, sie sind dabei, den Preis auf 5 Millionen Euro zu drücken. Ob Eindhoven sich am Ende darauf einlässt, muss man auch sehen. Ob sie die 5 Millionen Euro zusammenkriegen, ist auch die Frage. Wer uns nicht mehr auf jeden Fall verlassen wird, ist Sergio Córdova, von dem man sich viel mehr erhofft hat, einfach. Der ein absoluter Flop war, muss man einfach so ehrlich sagen. Hat nicht wirklich viel gerissen. Ich glaube, 2 Tore gemacht. Ja, schön, aber sonst spielerisch, das war absolut nichts. Ja, ist noch zu sehen, ob man einen Pieper halten kann. Also wenn es jetzt runtergeht, glaube ich, dass der weg ist. Dafür ist er einfach schon viel zu Bundesliga-reif. Ich meine, er macht echt eine gute Saison dafür, dass wir jetzt auf dem 15. stehen. Hat uns schon gut gerettet. Dann können wir gleich weiterspringen zu Ortega, der ja auch schon in Verbindung mit dem FC Bayern steht. Wenn wir jetzt absteigen, dann sehe ich da eigentlich absolut null Chance, dass wir den halten können. Wenn wir es schaffen, hoffe ich mal. Ich sage immer, steht 50-50, ob er jetzt zu den Bayern geht oder nicht. Klar wird er da keine große Einsatzzeit kriegen, aber Geld spielt nun mal eine große Rolle im Fußball. Und ich sage mal, Ortega ist jetzt auch kein vereinstreuer Typ. Muss man einfach so sagen. Ja, und dann ist noch die Frage: Klos-Verlängerung? Ja, nein. Ich denke mal, 99% der Arminia-Fans wollen natürlich, dass er gehalten wird. Ist ein ganz wichtiger Spieler bei Arminia. Gut, viele sagen jetzt auch, ja gut, er hat ja schon ein Alter erreicht. In der Bundesliga kommt er nicht klar. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde immer, es reicht einfach, wenn er auf dem Platz steht. Er hat einfach die ganze Mannschaft im Griff. Er kennt den Verein in- und auswendig nach 10 Jahren, in denen er jetzt da ist. Und es ist einfach wichtig, dass er auf dem Platz steht. Dieses Mentale einfach, das ist schon, also so ein Spieler hat, glaube ich, Ja, wenn kaum es die anderer Tore nicht sind, Verein, dann ist ne? es was anderes auf dem Platz, dann ist die Präsenz, die man Na, braucht. Wäre auch einer, der in der zweiten Liga wichtig wäre für euch, sollte ja, es runtergehen. hundertprozentig. 100%.
Jo. Dann können wir zum Abschluss den Tabellenrechner spielen quasi und mal unsere direkt wichtigen Spiele tippen. Wir machen mal Bremen-Gladbach. Also ich weiß nicht, neuer Trainereffekt, ich kann auch Gladbach nicht einschätzen, die sind irgendwie komisch, aber ich sehe da tatsächlich einen Unentschieden. Ja, also ich sag ganz ehrlich, auch wenn es uns absolut nicht passen würde, der letzte Spieler ist einfach ein Verrückter. Ich gehe da auf ein 3-2-1 für Werder Bremen. Okay, tipp Sehe mal ich ein. so. Und dann natürlich unser Spiel Stuttgart-Bielefeld. Da würde jetzt der eine 0 zu 1 sagen, der andere 1-0. Das ist, ja. Aber es ist halt die Frage, inwieweit wir jetzt da irgendwie, ja, hätten wir jetzt den Gladbach nicht gewonnen und würden weiter irgendwie auf 10 oder 11 ohne große Chance stehen, dann hätte ich fast gesagt, dass man wirklich in die Richtung gehen könnte, dass so ein bisschen sich die Hand geben, komm, wir helfen euch. Aber jetzt geht es halt noch um was. Jetzt kannst du da nicht sowas bringen wie letzte Saison gegen Darmstadt und da dich nochmal abschenken lassen als letzten Spieltag, weil die Saison schon durch ist. Deswegen glaube ich da schon, dass wir mit Ehrgeiz rangehen. Und die nächste Auswahl mit Endo ist natürlich auch doof. Das heißt, vom eigentlichen Mittelfeld Endo, Mangala ist keiner mehr übrig im letzten Spiel. Aber trotzdem, logisch, würde ich da irgendwie auch auf ein enges 1-0, 2-1 gehen. Wäre die wahrscheinlich genau andersrum. Ich würde mich jetzt tatsächlich auf ein 0 zu 0 einigen oder eintendieren. 2 zu 0 für Arminia. Ich glaube, die nehmen das Spiel richtig ernst und werden da alles rausfeuern. Und dann sind wir bei Köln-Schalke, was natürlich auch kritisch ist, weil Schalke ist jetzt die Frage, machen die nochmal so eine Leistung gegen Frankfurt, dann kriegt das oder nimmt halt Köln die Ernsthaftigkeit von dem Spiel mit und dann gewinnst du normalerweise gegen Schalke. Das ist halt die große Frage. Die haben ja, sind jetzt noch auf 17, aber haben halt die große Chance, diese 3 Punkte eben mitzunehmen. Und ich würde auch fast sagen, dass das Köln hinbekommt. Also ich würde es wundern, wenn der Schalke nochmal gewinnt. Du sagst unentschieden. Nee, du sagst Sieg Köln. Köln. Ja. Würde auch tatsächlich Ich. sowieso nichts bringen, weil so wie wir getippt haben bisher, wärt dann ihr überm Strich, Bremen Relegation und Köln auf 17. Und wir wären weiter auf 9. Ich habe die anderen Spiele nicht getippt, aber auf jeden Fall nicht auf Platz 7. Und alles würde so bleiben, wie es ist. Beide Klassenerhalt und eine weitere Liga, weitere Saison, erste Liga, kann sich die Hand geben am Samstag. Wäre, glaube ich, Also, das Schönste für alle. auf jeden Fall, also ich sag auch, die Tabelle bleibt so bestehen, wie sie jetzt aktuell ist. Köln steigt leider ab, Werder geht in die Relegation. Und wir packen es hoffentlich. Ja, das wird es ja hergeben. Man wiederholt sich es einfach wie vor ein paar Jahren. Ein Punkt oder ein Sieg bei uns von euch und ihr schafft den Klassenerhalt, auch wenn es tatsächlich lange her ist, dass ihr es gewonnen habt. Also ein Unentschieden ist natürlich gar nicht so unrealistisch, wenn man sich die Statistik anguckt, was ich gerne mache. Aber das letzte Mal sehe ich einen Auswärtssieg von euch bei uns im Jahre 1982. Das ist schon ein ganzes Weilchen her. Hat natürlich auch nicht so häufig in der gleichen Liga gespielt, vor allem in letzter Ja, Zeit. klar. Aber da ist wirklich auch Unentschieden recht häufig gefallen. Also das ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Tipp. Würde ich nicht wollen, aber kein schlechter Tipp von, wenn man mal uns beide in einen neutralen Fan verwandelt quasi. Klar. Wenn das alles so aufgeht, wäre das super. Ja, perfekt. Haben wir Spieler getippt. Dann vielen Dank, dass du hier am Start warst. Du hast vorhin schon angeteasert. Wir gehen gleich zu dir rüber und nehmen da nochmal auf. Genau. Und da natürlich dann auch sehr gerne vorbeischauen, den weiteren Stuff bei euch abchecken. Könnt euch ja quasi beide Bildschirme aufmachen, meine Reaktion und die Reaktion von euch am Samstag. Und dann dir vielen Dank, dass du am Start warst. Ich hab zu danken. Sehr geil. Dann vielen Dank fürs Zuschauen an euch. Wir freuen uns auf den Samstag. Gibt von mir auch quasi den Einzelvorbericht morgen dann. Sonst noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.